Liebe mytischtennis.de-User, nach dem Event in Doha geht es von Mittwoch bis Samstag in der jordanischen Hauptstadt Amman mit dem nächsten Turnier der niedrigsten WTT-Kategorie FIDA weiter. Mit dabei Franziska Schreiner und Kilian Ort. Die Langstädterin geht auch im Doppel mit der Inderin Dia Parakshitale an den Start, während Ort nur im Einzel gefordert ist. Angeführt werden die Setzlisten von den Chinesen Lin Shidong sowie Kuai Man. Deutlich größer ist die deutsche Beteiligung beim parallel stattfindenden Youth Star Contender in Tunesien, das ebenfalls am Mittwoch beginnt und am Sonntag zu Ende geht. 13 deutsche Nachwuchsasse, darunter 5 Jungen und 8 Mädchen, gehen in den Altersklassen U15 und U19 an den Start und kämpfen in Tunis um die Medaillen. Während André Bertelsmeier einiges zuzutrauen ist, wird auch Annette Kaufmann wieder mal bei einem Jugendturnier mit dabei sein. Auch auf nationaler Ebene geht es weiter rund. Saarbrücken sowie Ochsenhausen und Bergneustadt schließen am Montag und Mittwoch zunächst den 15. Spieltag der Tischtennis-Bundesliga ab. Von Freitag bis Montag geht dann der komplette 16. Spieltag über die Bühne. Unter anderem führt es den Spitzenreiter Borussia Düsseldorf zu den TTF-Liebherr Ochsenhausen. In der Damen-Bundesliga stehen 5 Begegnungen an. So hat unter anderem der TSV Schwabhausen den TSV Langstadt zu Gast. Wir halten Sie auf mytischtennis.de mit Ansetzungen, Ergebnissen und Berichten natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.